Herzlich willkommen aus dem Edmund-Flambeck-Stadion zum Spiel Eintracht Norderstedt gegen den VfB Lübeck. Die Eintracht, angeführt von Kapitän Mandic, nach dem Sieg gegen Havelse ist das Selbstvertrauen wieder da. Und die Statistik ist auf ihrer Seite. Lübecks letzter Erfolg in Norderstedt datiert aus dem Jahr 1994. 1994, da war er hier gerade dabei, Profi zu werden. Martin Lander, der Coach der Lübecker, will mit seinen Jungs früh angreifen. Das geht aber ordentlich schief. Die Gäste, guten Morgen, geistig noch im Reisebus. Norderstedt schaltet schnell. Felix Trinkgut mit dem Auge für Linus Meier. 1-0, so schnell kann's gehen. 10. Minute, die Eintracht geht in Führung. Da erwischen sie die Grün-Weißen auf dem falschen Fuß. Keeper Gommert viel zu passiv, lässt Meier gewähren. Es ist sein 5. Tor im 5. Spiel hintereinander. Der hat richtig Bock, ist in bestechender Form. Lübeck geschockt, kommt nicht in die Gänge. Die Offensive immer einen Tick zu spät. Es braucht 30 Minuten, bis die Gäste das erste Mal gefährlich werden. Norderstedt recht defensiv die Chance für Yannick Deichmann. Der Ex-St. Paulianer mit dem Drehschuss, guter Versuch, aber zu ungenau. Doch der VfB jetzt deutlich aktiver, hat mehr vom Spiel. Nico Löffler behauptet sich stark am Ball, probiert's. Die Einschläge kommen näher, Norderstedt rettet die Führung in die Halbzeitpause. Die zweiten 45 Minuten, Norderstedt muss wieder mehr investieren. Okay, gemacht, 2-0. Dane Kummerfeld, was für ein Tor. Da fasst er sich ein Herz, zieht ab, wird belohnt. Keine Chance für Benjamin Gommert. Kummerfeld, sonst eher von der introvertierten Sorte, schießt einfach mal drauf. Sein 3. Tor in der Regionalliga, 1 mit Alleinstellungsmerkmal. Lübeck, jetzt mit 2 Toren im Rückstand, muss mehr Risiko gehen. Und das wird bestraft. Linus Meier wird geschickt, dann gelegt. Daniel Halke zuvor bereits mit Gelb verwarnt. Logische Konsequenz, Gelb-Rot. Die Gäste nach 60 Minuten nur noch zu 10. Ganz schwierige Lage nun für Landerl und seine Jungs. Versuchen das Spiel ruhig zu machen, jetzt bloß keinen Fehler machen. Da sage ich's noch, Meier mit vollem Einsatz, der hat noch Kraft und holt den Ball. Die Defensive komplett überfordert, ganz viel Raum für Linus Meier. Ball in die Mitte, da wartet Felix Trinkgut, 3-0, Wahnsinn. Norderstedt zerlegt Lübeck in seine Einzelteile. Das ist die Entscheidung. Felix Trinkgut, das 1-0 bereits vorbereitet, jetzt der Treffer. Was für ein Tag für den 23-jährigen Rechtsaußen. 9 Tore und 7 Vorlagen diese Saison, so gut lief es noch nie. Dank Trinkguts Sahnetag gewinnt die Eintracht, schlägt den VfB Lübeck mit 3-0. Norderstedt schiebt sich vor auf Tabellenplatz 8. Für den VfB bleibt das Edmund-Plambeck-Stadion die Kammer des Schreckens. Der Fluch seit 24 Jahren ungebrochen.